Wald, Berge, Wiese, auf dem Land ist es eben doch schon sehr schön. Das ist so idyllisch hier. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, oder? Hey, wenn du zu der Schweizer Landbevölkerung gehörst, bist du absolut ein Gewinner. Ja, weil die Landbevölkerung hat ja gerade am letzten Wochenende eine wichtige Abstimmung gewonnen. Ja, die hier. Die drei Burschen aus Appenzell haben bei der grossen SRF-Show «Stadt, Land, Talent» 100'000 Franken gewonnen. Gratulation! Und was haben sie denn uns kredenzt dort? Ja, fetzig, ja. Aber darf ich ganz schnell fragen, ist das noch Talentförderung oder schon Kinderarbeit? Aber immerhin mal richtige Bürzenbuben. Schön. Und was sagen sie denn zu ihrem Sieg über die Stadt? Darf ich fragen, ist das nur Jodeln oder schon ein Hilfeschrei? Aber nicht nur im Unterhaltungsfernsehen gehen die Menschen vom Land als Sieger und Siegerinnen hervor. Auch auf dem Politpaket, bei nationalen Abstimmungen zum Beispiel. Wir erinnern uns, nicht lange ist es her, als die ländliche Bevölkerung die CO2 und die beiden Agrarinitiativen versenkt hat. Und auch die Konzerninitiative ist wegen der ländlichen Kantone am Ständemeer gescheitert. Zusammen mit dem Sieg bei Stadt, Land, Talent heisst das schon 5:0 fürs Dorf. Also haben gewisse Warner recht. Zieht sich da etwa ein weiterer Graben durch die Schweiz? Nach dem Röstigraben, dem Impfgraben und dem Anker gegen Buttergraben existiert da vielleicht ein Graben zwischen Land- und Stadtbevölkerung? Jedenfalls beherrscht das Thema seit einigen Wochen intensiv die Medien. Nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass der Auslöser ein 1. August-Rät war, wo ein bisschen für meinen Geschmack, ein bisschen zu fest von unten gefilmt worden ist. Immer mehr bezahlt die Landbevölkerung die Privilegien der Städte. Und die SVP will das nicht länger akzeptieren. Ja, darf ich auch hier fragen, ist das noch Pathos oder etwa schon ein Doppelkini? Wenn sich jemand mit dem Landleben auskennt, dann der SVP-Präsident Marco Chiesa. Er wohnt nämlich in einem kleinen, besonders ländlichen Kuhkaff namens Lugano. Ja? Aber Herr Chiesa, was macht denn der Stadt-Land-Graben überhaupt aus? Die Luxuslinken und Bevormünder Grünen in den Städten wollen alle anderen im Land vorschreiben, wie sie denken und leben sollten. Aha, schuld sind die Bevormünder Grünen. Hm? Oder etwas anders gesagt, es Bürobübli mag ich nicht. Aber das Urbane scheint ja bei der Volkspartei sowieso verpönt zu sein. Wahrscheinlich meinen nicht wenige SVP-Wähler, urban sei eine orientalische Kopfverdeckung. Könnt ihr mir vorstellen? Aber es ist schon klar, es lässt sich nicht abstreiten, die Stadtmenschen haben sicher nicht so einen Charme wie die vom Land. Stellt euch mal vor, Städter ledig sucht Frau. Mega langweilig. Du bist doch Grüße. Wie gross? 1,82. 1,82? Ja, das ist, manchmal ist das ein bisschen schade, weil eigentlich eine mega gute aussehe. Ja, aber da, es ist für mich wie so ein. Das ist eines der No-Gos. Ja. Und auch wenn sie noch so gut aussieht, dann. Ja, nützt nichts. Nein. Es ist einfach nicht so spannend. Zwar 5 Staffeln, 8 Folgen, aber immer mit dem gleichen Typ, der einfach keine Frau findet. Und am Schluss hat er dann eine Depression und zieht wieder bei Mami. Natürlich auf dem Land, ist ja klar. Ja? Oder hast du dir doch vor, Stadt-Mannen-Küche. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Dosen-Raffioli-Tutorial. Ja, zu Recht fordert der Chiesa in seiner Rede auf, die freie Schweiz gegen die Städte zu verteidigen. Also los, Fritz, Franz und Freddy holen Mistgabel und Bolzenschussgerät aus der Schür, hopp auf den Traktor und ab an die Dorfgrenze zur Schlacht. Also los, für jeden abgeschossenen Städter gibt es ein Herrgöttli im Adler. Ja, und der Zürcher gibt einen Humpen, oder? Wie breit der Stadt-Land-Graben aber wirklich ist, kann Marco auch nicht sagen. Aber anscheinend ist der ungefähr so dick. 19 Seiten hat das Positionspapier vom Herbst von der SVP, das erklärt, warum Schweizer Städte schlimmer als Sodom, Gomorra und Paris zusammen sind. Paris. Es trägt den nüchterne, ausgewogene und zum Dialog einladende Titel. Die Schmarotzerpolitik der linksgrünen Städte. Ja? Und da hat er nicht mal so Unrecht. Viele Städte, wie beispielsweise Zürich, Basel, Bern oder Luzern, haben eine rot-grüne Mehrheit. Fast alle grossen Städte, ausser
Aber es gibt eine Ausnahme unter diesen rot-grünen Städten, bei den Grossen. Es gibt eine einzige Stadt, die immer sehr bürgerlich ist. Ich bin aber gespannt. Wisst ihr welche? Nein. Lugano. Stadt Lugano. Okay. Okay, ja? Lugano. Kein Wunder fühlt sich der SVP-Präsident dort daheim. Ganz nach dem Motto: Mi Chiesa e su Chiesa. Aber komm, schauen wir mal miteinander nach, was den Stadtbewohnern so vorgeworfen wird. Zum Beispiel hier Kapitel 3, ja? Ah, klar. Die urbane Ideologie der Luxuslinken, zum Beispiel. Was bitte schön ist ein Luxuslinke? Leute, die eine zweitbesetzte Wohnung haben? Leute, die sich die dritte Impfung gönnen, einfach so. Ah, nein, wisst ihr, was ein Luxuslinken ist? Das ist ein Luxuslinke, Kim Jong-un, ja, wahrscheinlich meinen sie den. Ein weiterer Kampfbegriff aus dem Positionspapier raus da, ist der Begriff Schmarotzer. Stimmt es denn wirklich, dass das Land die Städte finanzieren? Klar, ich meine, die Städte bekommen von den Kantonen mehr Geld zugesprochen über das Land. Aber die Stadtbevölkerung trägt in der Regel auch eine höhere Steuerlast. Auch müssen die Städte generell höhere Kosten stemmen, um wiederum von Personen verursacht worden sind, die aus der Aglo rauskommen. Wie zum Beispiel Schwurbler-Demos in Schach halten oder an der Olma traumatisierte Säule gesund pflegen. Der Geldfluss geht also vom Wirtschaftszentrum in die Peripherie wieder zurück. Also als Dörfler, die Städter, als Schmarotzer zu bezeichnen, ist so, als würdest du das Grosse beissen, wenn sie dir ein 20-Nötchen zustecken. Und die SVP geht in diesem Papier wirklich noch weiter. Hört, sie wollen neue Kantonshauptstädte an Orten, wo die Verwaltung anscheinend günstiger wäre. Im Kanton Zürich zum Beispiel wäre das dann, Zitat, nicht mehr der Moloch Zürich, sondern in Uster. Uster, wer liebt es nicht? Wer kennt es nicht? Uster, Metropole am Greifensee. Uster ist New York, ja, vom Zürich Oberland. Wo sich täglich die ganzen Touristen fragen: Hey, Uster, was schauen wir zuerst an? Den Kiosk am Bahnhof oder die Bushaltestelle beim Altersheim? Uster. Ja, kommt, egal. Hauptsache Usterstadt. Wahrscheinlich ist das gemeint. Wisst ihr, was auch verreckt ist? Du, vielleicht heisst die Hauptstadt im Kanton Solothurn bald Olte! Ja, weil Olte hat ja irgendwie beides. Städtische und das Ländliche. Einfach ohne urban und ohne schön. Aber sonst hat es wirklich so ein bisschen beides. Weitere Punkte in diesem äußerst progressiven Papier sehen vor, dass neben dem Ständemeer noch ein Bezirksmeer eingeführt werden soll. Außerdem fantasiert man davon, einzelne Stadtteile wieder auszugemeinden. Was, ich meine, sorry, was soll denn noch als nächstes kommen, um Städte mit den Dörfern anzugleichen? Heiraten nur noch unter Geschwister, die vielleicht, ich weiß es nicht. Die allermeisten Menschen in der Schweiz leben doch weder in der Großstadt noch auf dem Land. Also weder in Zürich oder Genf noch in Hinterkaffee kombinieren zu viel. Sondern eher in Orten wie Langenthal, Brock, Flawil oder Kienz. Also der Satz «Ich bin im Dorf aufgewachsen» ist nie nicht unnötiger zu sagen als in der Schweiz. Ich meine, wer ist nicht im Dorf aufgewachsen? 60, 48, ja. Hat man übrigens auch in der grossen Stadt Land-Talent-Show können sehen, am letzten Sonntag. Weil neben den juchzenden Gewinnern mit Stallgeruch sind nicht etwa noch ein urbaner Sprayer, ein fresher Beatboxer und ein krasser Bubble-Tea-Designer im Finale gestanden, sondern die hier. Ein Schülerchor in Harry-Potter-Uniformen, ein Akrobatentour mit fragwürdigen Frisuren, ein Handörgel, der Sirchan heisst und ein Balladensänger im dunklen Paillettenkleid von Zalando. Da muss man sich dann schon fragen, ist das jetzt Landtalent oder schon Stadttalent? Keine Ahnung. Aber eins ist sicher, ganz, ganz viel Aglo-Talent.